Hiking is one of the most popular hobby in Germany, and if you want to connect on a deeper level with Germans, joining a local hiking group or a so-called Verein might be a good place to get started to form new friendships. So, in today's video, I will take you with me on a hiking tour on the Rheinsteig close to Limburg that I did with my friend recently. This way you can learn new vocabulary and train your listening skills at the same time. Don't worry if you don't understand every single word yet. There will be subtitles in German as well as English. So make sure you take notes on the new vocabulary. And if you're new here, hallo und herzlich willkommen bei Speak Fluent German. My name is Salome and I'm a native certified German teacher from Frankfurt. My mission is to help you learn German in a more fun and easy way so that you can navigate life in the German-speaking countries with confidence. So if this is what you're looking for, then make sure to smash the thumbs up button for weekly lessons like this. Now, without further ado, let's go hiking! Los geht's! Hallo, heute nehme ich euch mit auf eine Wanderung. Die Wanderung. Bevor ich losgehe, sehe ich mir auf der Karte die Wanderroute an, die ich laufen möchte. Die Karte. Die Wanderroute. Meine Freundin und ich haben uns entschieden, den Rheinsteig entlang zu wandern. Das ist eine anstrengende Strecke, deswegen bereiten wir uns gut darauf vor. Die Strecke. Bevor wir losfahren, holen wir uns noch etwas zum Essen. Als erstes gehen wir zum Bäcker. Schaut euch nur die leckeren Kuchen an. Der Bäcker. Der Kuchen. Aber für so eine anstrengende Wanderung brauche ich etwas Herzhaftes. Herzhaft. Der Bäcker hat eine große Auswahl an Brötchen, Brot, Weißbrot und Croissant. Die Auswahl, das Brötchen, das Brot, das Weißbrot, das Croissant. Ich nehme ein belegtes Brötchen, das belegte Brötchen. Das ist besonders praktisch für so eine Wanderung. Danach holen wir uns im Supermarkt noch einen Eiskaffee. Der Supermarkt. Der Eiskaffee. Dafür müssen wir zuerst an Obst und Gemüse vorbei. Das Obst und das Gemüse. Als nächstes kommen die Milchprodukte. Das Milchprodukt. Lecker, Joghurt. Der Joghurt. Hier seht ihr die Auswahl an fertigen Eiskaffees. Es gibt Milchkaffee, Latte Macchiato, Espresso und Cappuccino. Ich nehme einen Milchkaffee. Der Milchkaffee. Danach machen wir uns endlich auf den Weg. Wir müssen ein bisschen fahren, bis wir zu unserem Wanderweg kommen. Der Wanderweg. Nach einer Weile erreichen wir den Rhein. Der Rhein. Schon bevor man den Fluss sehen kann, sieht man die ersten Burgen. Der Fluss, die Burg. Am Rhein stehen viele Burgen. Manche sind noch bewohnt, andere sind ein Museum und wieder andere sind nur noch eine Ruine. Das Museum. Die Ruine. Jetzt kann die Wanderung losgehen. Wir gehen einen Teil des sogenannten Rheinsteigs. Das ist ein Wanderweg zwischen Bonn, Koblenz und Wiesbaden. Auf dieser Tafel könnt ihr sehen, wo wir langlaufen. Die Tafel. Wie ihr seht, bin ich gut für die Wanderung angezogen. Ich trage eine dicke Regenjacke. Die Regenjacke. Gemütliche Leggings, die Leggings und Turnschuhe, der Turnschuh. Der Weg ist sehr steinig. Das richtige Schuhwerk ist also sehr wichtig bei einer Wanderung am Rhein. Steinig. Das Schuhwerk.
In meiner Hand halte ich die Karten, damit wir uns nicht verlaufen. Verlaufen. In meinem Rucksack habe ich außerdem noch Regenhosen. Diese Hosen sind wasserdicht, falls es anfängt zu regnen. Der Rucksack, die Regenhose, wasserdicht. Der Rheinsteig führt uns durch viele verschiedene Landschaften, die Landschaft. Auf unserer Wanderung laufen wir über Wiesen, wie diese, die Wiese. Vorbei an Feldern mit Kühen darauf, das Feld, die Kuh. Und durch Wälder, obwohl es schon Herbst ist, ist noch viel Laub an den Bäumen. Der Herbst, das Laub, der Baum. Langsam wird der Pfad immer steiler, aber für diese Aussicht lohnt es sich. Der Pfad, steil, die Aussicht. Seht euch nur diesen Ausblick an. Unten auf dem Fluss könnt ihr ein Ausflugsboot sehen. Der Ausblick, das Ausflugsboot. Diese Boote fahren für Touristen mehrmals täglich von Hafen zu Hafen. Das Boot, der Hafen. Endlich haben wir den Aussichtspunkt erreicht. Das ist unser Ziel für heute. An dem Aussichtspunkt steht ein Mast mit wehender Fahne. Der Aussichtspunkt, der Mast, die Fahne. Dann machen wir uns auf den Rückweg. Der Rückweg. Die Wanderung hat viel Spaß gemacht, aber sie war auch sehr anstrengend. Wie ihr seht, habe ich 31.000 Schritte gemacht. Der Schritt. Ich hoffe, euch hat der Ausflug genauso gefallen wie mir. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, hinterlasst doch einen Daumen hoch. If you've enjoyed this kind of content, please let me know by hitting the thumbs up button. And if you want to learn more from me, then make sure you check out my free training for beginners, where I go through more practical vocab and phrases to help you navigate life in Germany, Switzerland, or Austria, so that you can integrate smoothly into your new home. The link to register for free is in the description box below. Alright, das ist alles für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!